ist aber scheiße hier ohne Spiegel. Ecke, ja. Vor allen Dingen, die kommen auch nicht unflott an. So, nach 400 Metern kommt die Prüfung. Prinz 1000 entwickelt worden. Es gab das Fahrzeug bis sage und schreibe bis zu 130 PS und konnte wegen seinem geringen Leistungsgewicht war es ideal für den Motorsport geeignet. Wenn ihr mal nach hinten schaut, die Motorhaube ist immer ein wenig aufgestellt, damit die Motorbelüftung besser war. Und auch heute bei dem Wetter ist es, glaube ich, besser, wenn die Motorhaube ein bisschen aufsteht. Ansonsten hat das Fahrzeug wirklich tolle Sonderausstattung, Ölkühler, Schalensitze, Überrollbügel, Twinmaster, also alles für den Rennsport geeignet. Und ich würde sagen, es ist ein richtig kleines Spaßmobil und die beiden haben auch wirklich sehr viel Freude daran. Gute Weiterfahrt. Dankeschön. So, Startnummer 51, Hans-Georg Lindner und Stefan Schumacher aus Stadel Freiburg. Sie zeigen uns heute ein VW Kübel 181, ja, ein geländegängiger Kurierwagen von der Bundeswehr. Entwickelt. Geländegängig? Es hatte also den Vorteil, dass also alle möglichen Sorten von Benzin hereingegossen werden konnten. Es lief immer ein tolles Auto. Dadurch war auch ein weltweiter Einsatz dieses Fahrzeugs möglich. Für private Käufer kostete es damals 8.500 D-Mark und wurde von 1968 bis 1980 hergestellt. Also ein richtiger originaler Oldtimer. Und so viel ich weiß, wird dieses Fahrzeug auch heute noch im Alltagsverkehr gefahren. Und es ist, wie Sie sehen, zuverlässig. Die Kiste läuft und auch heute ein Genuss zu fahren. Ihr braucht auch keinen Regenschirm heute. Gute Weiterfahrt. Dankeschön. Ja, bei Evangelie für die Startnummer 98. Ein Mercedes-Benz. Roland Zimmermann, Ute Zimmermann haben uns ihren Mercedes 230 SL Pagode mitgebracht. Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, Fachbezeichnung zweisitziges Faltdach-Cabriolet. Heute natürlich ist das die Pagode in die Ecke gepackt worden, denn den Sonnenschein, den muss man mit diesem Fahrzeug einfach genießen. Sportwagen der Oberklasse und ich sehe schon, wenn die beiden mal tief in die Augen schauen durch die Sonnenbrille, sie genießen es einfach und so soll es auch weitergehen. Ich wünsche eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön. Hallo. Ja, ich habe die Startnummer 93 oder Stehschock in der Wiedel aus Hamburg. VW Passat, ja, das ist der Ursprungs-Passat, das ist der erste Passat. Der war der Nachfolger von 411 und sollte eigentlich 511 heißen, hat aber nicht geklappt. Man hat ihn Passat genannt, nach dem großen Bild, hat mal 9000 D-Mark gekostet. Heute schon eher selten, wurde auch als Limousine und Kombi angeboten, aber gilt ja sieht nach dem Tour-Passat der ersten Baureihe und mit 55 PS, typischer VW-Sound, voll. Gut. Gute Weiterfahrt, ihr beiden. Danke.
Danke. Bitte. So, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Anders geformt, sieht ein bisschen anders aus. Deswegen klingt da auch noch ein bisschen besser. Die 93 muss anhalten. Achso. Dann bist du sowieso zu spät.